Viel Spaß an der Front. Wenn das meine Jungs wären, den würde ich den Arsch versohlen. Ja, in Berlin ergeben und da wieder bringen, wenn wir es wusste denen, mit uns die Oberheit teilen, mit uns die neue Zeit. Mann und Weib und Weib und Mann stehen die Welt. Ich wünsche im Namen aller dem glücklichen Brautpaar, unserer lieben Genossin Bertha Niehus und unserem Freund Lorenz Fuchs viele erfüllte Ehejahre. Wenn auch beide verschiedene Wege gegangen sind, der Weg des Bräutigams im Zickzack und sogar an Abgründe geführt hat, so hat ihn sein klarer Verstand doch schließlich auf das richtige Gleis gebracht. Und wir freuen uns, dass ihr jetzt beide auf diesem Weg gemeinsam schreitet bis zum Ziel Hand in Hand. Auf euren gemeinsamen, nicht ungefährlichen, aber richtigen Weg. Prosit! Alles Gute! Vorwärts und nicht vergessen! Worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität auf dem Völker dieser Erde, eine solche in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure Werde und die große Näherin, vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität. Eine Feier im Kreise des kämpferischen Proletariats habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Das gemeinsame Mahl ist der vorgezogene Traum des Menschen von einem möglichen Leben ohne Ausbeutung und ohne Kinder. Oh, das hast du schön gesagt. Mach mir nicht so schwer. Ich muss weiter, immer weiter, meinen Glück hinterher. Bringt mir auch Holz, das Herz ist voll. Zwingt die alliierten Kommandeure bei ihrem Vormarsch über den Rhein, die folgenden Städte und Stellungen unter Beschuss zu nehmen. Die Bevölkerung... Na, sind Sie bald hier? Immer ruhig. ...zu räumen. Das heißt, die Bunker aufzusuchen und weiße Fahnen zum Zeichen der friedlichen Übergabe zu hissen. Diese Meldung betrifft die Städte Dortmund, Bochum, Witten, Wattenscheid, Hagen, Hattingen, Herdecke, Gevelsberg, Förde, Schwelm, Wuppertal, Remscheid, Solingen. Das sind wir. Die beschießen unsere Stadt. Gerade vorm Wald, Wermelskirchen, Burscheid, Opladen. Wir müssen jetzt sofort alle in den Bunker. Oh, und das Essen? Morgen früh werden überall weiße Laken ausgehängt, vor allem in der Fabrik. Weg
In einer Minute ist alles verschwunden. Verräter werden sofort erschossen. Alles in die Bunker. Weg mit den Fenstern. Weg mit den weißen Fenstern! In einer Minute ist alles verschwunden! Verräter werden sofort erschossen! Alles in die Bunker! Die Fenster weg! Meine Lebensbühner! Treibstofftanks in euren roten Himmel fliegen! Die wollen unsere Fabrik sprengen. Wenn die Tanks in die Luft sprengen, dann sind wir alle dran. Da sind mindestens 2.000-3.000 Liter drin, lustig. Ergebt euch! Dieser Widerstand ist weglos! Die wollen die Fabrik kaputt machen, aber nicht mit uns! Ergebt euch! Ihr seid sowieso verloren! Die haben sie aufgebaut. Die haben da gearbeitet. Jetzt müssen wir sie auch verteidigen. Mit klarem Kopf. Die Schweine. Die wissen genau, dass da Kinder drin sind. Diese Schweine! Was macht der denn da? Arthur! Starr! Die sind fertig! Ins Haus! Wird die Fabrik jetzt uns? Gefaltert und geschunden.
Händen geknebelt und gebunden und gingen aufrecht doch. Und gingen aufrecht doch. Und auch in den Fabriken, in Lagern und Verstecken, lebten sie kämpften noch, lebten sie kämpften noch. Und in den Bombennächten, in Höhlen und in Schächten, teilten sie ihre Not, teilten sie ihre Not. Und teilten ihre Freuden, und teilten ihre Leiden. Und auch den Bissen Brot, und auch den Bissen Brot. Und hatten eine Lehre und hatten auch Gewehre und hatten ihre List und hatten ihre List. In mehr als 1000 Jahren, da hatten sie erfahren, wann ihre Stunde ist, wann ihre Stunde ist. Und wie sie kämpften, lieten und lachten, liebten, schrieten in Solidarität, in Solidarität. Das wird man dann noch lesen, wenn das, was sonst gewesen, ein Mensch nicht mehr versteht, ein Mensch nicht mehr versteht.